Stinkt ihr Furz? Oh, das riecht gut. Und jetzt noch die nächsten Zutaten. Damit meint sie wohl uns. Lass uns schnell abhauen. Lauft nicht mit, ihr Bösewichte. Ich habe den neuen Trank noch nicht fertig. Wo seid ihr hin? Du, sag mir, wo deine Freunde hin sind. Ich weiß es nicht. Okay, Oma. Wir machen das super. Versteck uns, Oma. Von wem lauft ihr denn weg? Von der Urgroßmutter. Ruhe bitte. Was war das? Misifu, in der Bibliothek muss man leise sein. Oma, warum versteckt ihr euch denn hier? Wir verstecken uns vor Urgroßmutter. Was? Urgroßmutter ist hier? Und ist sie glücklich oder wütend? Wütend. Deswegen sollten wir uns alle verstecken. Los, schnell zu Misifus Glocke. Aber was machen die da? Wir laufen alle vor Urgroßmutter weg. Such, mein Süßer. Schau, wo sie alle sind. Ich zuerst. Ich bin älter als du. Such, mein Hübscher. Möchte jemand Tee oder Muffin? Lass mich rein. Sie kommt. Es tut mir leid, Misifu. Aber hier ist kein Platz für jemand anderen. Na klar, ihr seht Urgroßmutter ja nicht, oder? Urgroßmutter ist sehr mürrisch. Und wenn sie wütend wird, was normalerweise alle 2 Sekunden der Fall ist, stehen ihr alle Haare zu Berge und kleine Funken spritzen aus ihr wie Piranhas. Aber das ist nicht immer so. Sie kann auch sehr nett und liebevoll sein. Aber im Moment ist sie nicht gut drauf, also ist es besser, sich vor ihr zu verstecken. Also werde ich genau das tun. Such weiter, mein Hübscher. Tatty, Urgroßmutter macht mir Angst. Ich liebe dich auch. Nein, keine Zauberküsse. Nun denn, mal sehen, wo waren wir? Ach ja, ihr zwei, kommt her. Ich brauche nur noch einen Schlangenpopel und Krötenschwanz. Das war's. Das ist es. Damit kann ich meinen Zaubertrank vollenden. Ich habe es geschafft. Wie hübsch.